Was ist denn deine Reaktion auf diese unglaubliche Saison und vor allem auf diese Auszeichnung? Ja, allein das Zahlenspiel vor 25 Jahren. Ich bin 95 geboren, Ermerstedt ist 94 geworden, also ist schon ein Zeitl her. Und ja, wenn man dann dort sitzt und den eigenen Namen hört, ist das schon Erleichterung und auch Bestätigung für die vergangene Saison. Sie hat in Lillehammer mal Gold geholt bei den Olympischen Spielen. Du hast auch eine richtig goldige Saison hinter dir. Könntest du das noch einmal kurz aufrollen, was du in den vergangenen 12 Monaten alles erreicht hast? Ich bin Weltmeisterin geworden, Vize-Weltmeisterin, Europameisterin, haben Gesamtweltcup gewonnen und ich glaube 15 Podestplätze im Weltcup. Eine unglaubliche Leistung. Jetzt weiß man, dass deine Sportart immer wieder, und das soll gar nicht despektierlich klingen, als Randsportart tituliert wird. In anderen Ländern wie in den Niederlanden oder auch in Japan verfolgen das Millionen Zuschauer. Glaubst du, dass die Österreicherinnen und Österreicher jetzt durch deine Erfolge in der kommenden Saison auch ganz auf den Eisschnelllauf und vor allem auf Vanessa Herzog fixiert sein werden? Ich hoffe es. Also heuer haben wir schon so weit, dass es live auf Eurosport Plus übertragen wird. Also vielleicht haben wir da ein paar mehr Zuschauer und Fans und würde mich sehr freuen dafür. Jetzt weiß man, wir haben am Nachmittag schon geplaudert, dass du eigentlich eine Innsbruckerin bist, bist aber auch Kärntens Sportlerin des Jahres und du wohnst auf einem Bauernhof, hast viele Hühner, mit denen du zusammenlebst, Alpakas und so weiter. Ist das vielleicht auch eine Karriere nach der Karriere, irgendwie in der Landwirtschaft diese Tiere zu züchten? Mal schauen, also Alpakas sind schon sehr süß und ja, mal schauen, wenn ich Zeit habe und Muße, sage ich jetzt, mich um die Tiere zu kümmern oder größer zu machen, dann schauen wir mal. Aber Alpaka-Farm wäre schon cool, ja. Die sieht so süß einfach. Einer, der wahnsinnig toll auch war und in diesem Jahr wieder gewonnen hat, ist Marcel Hirscher, der sprengt alle Rekorde. Was ist denn deine Reaktion auf seinen Sieg? Ja, unglaublich. Also top verdient, ein super Abschluss für eine gelungene Karriere und jetzt gönnen wir ihm den Ruhestand. Ist auch ein bisschen ein Vorbild für euch? Ja, auf jeden Fall. Versuchen wir mal so konstant über Jahre hinweg zu fahren. Es ist echt schwer und das zu schaffen ist wirklich unglaublich. Und jetzt hat er wirklich seinen Ruhestand verdient und soll mal nichts tun. Jetzt weiß man, dass die Eisschnellläufer ja immer wieder ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein fristen. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Österreicher und Österreicherinnen, die da mit dabei sind. Ist dein Sieg auch ein bisschen so ein Fingerzeig, dass man den Eisschnelllauf wieder ein bisschen fördert, auch gerade was die Männer betrifft? Ich hoffe es. Also wir haben einen guten Junior, der ist Juniorenweltmeister, aber sonst schaut es ja nicht so gut aus. Aber es fangen immer mehr Kinder an und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ein bisschen vermehrt. Auch, dass es Trainingsplätze in Österreich gibt, du trainierst in Deutschland? Genau, eine Halle wäre schon cool irgendwann einmal, aber dazu fehlen noch die Sportler, weil so eine Halle zu erhalten ist schon sehr teuer und das kann man nicht verantworten, wenn nicht genug Sportler da sind.